Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute: ein Überblick über den Rosengarten von David Austin. Hier der Victorian Garden mit der zentralen Skulptur von Pat Austin. Hier dann der Übergang in den langen Garten, auch wieder am einen Ende durch Skulpturen von Pat gekennzeichnet. Hier der lange Garten mit den großen Ramblern, die auf diesen Gerüsten wachsen können. Der lange Garten, der schließt eigentlich die einzelnen Gärten. Wie gesagt, der hinterste Garten ist der Victorian Garden, der mittlere Garten ist der Renaissance Garden und der vorderste Garten ist der Lion Garden. Der lange Garten, gekennzeichnet von den Rambler-Pflanzen, die jetzt Ende Juli noch immer schön in Blüte sind, mindestens die späteren Sorten. Und hier im langen Garten vor allem ältere Pflanzungen von David Austin Rosen, aber auch eines internationalen Rosensortiments. Der warme Ton der Bodenbeläge, der gepflasterten Böden. Hier dann der Übergang in den Renaissance Garden, gekennzeichnet durch die Wasserachse. Und den Bogengang am Ende, der eigentlich relativ dysfunktional ist, aber halt eben schön. Der Renaissance Garden. Um diese Achse des Wassers herum angesiedelt. Dann zurück in den langen Garten. Der Blick zurück zu den Statuen von Pat Austin, von denen wir im langen Garten ausgegangen sind. Ich laufe hier sozusagen rückwärts, um diese wunderschöne Abendstimmung im langen Garten einzufangen. Ich war da im Sommer 2012 den ganzen Abend mit vielem beschäftigt und am Schluss habe ich dann noch diesen Rundgang, diesen Überblick über die David Austin Rose Gardens gedreht. Hier die Pergola am Rand des Renaissance Gardens, zwischen Renaissance Garten und Lion Garden, ist eine neue Pflanzung, neu angelegt, die dann von Ramblern und Kletterrosen geprägt sein wird. Sehr viele Rambler sind hier neu gepflanzt. Spannend, wie sich diese Pergola in den nächsten Jahren entwickeln wird. Zurück im langen Garten. Immer mit dem Blick zurück. Und wir warten, bis wir zum Lion Garden, dem jüngsten der drei großen Gärten bei David Austin Roses, kommen werden. Der Lion Garden ist gekennzeichnet durch die Löwenskulptur am Ende und durch die Walls. Das ist ein Walled Garden, rundherum diese Wände, an denen sich Kletterrosen und andere Pflanzen rauf arbeiten können. Der Walled Garden ist gekennzeichnet durch seine Mischpflanzungen, englische Rosen gemeinsam mit Stauden, mit Lavendeln, mit anderen Blütenpflanzen. Das ist die Kennzeichnung des Lion Gardens. Auch dass die Pflanzung erst vor circa 3 Jahren angelegt wurde und langsam ihrem Höhepunkt entgegenwächst. Und hier zum Abschied noch der, nicht nur Telefonklang, sondern vor allem auch der Pfau von David Austin.